Die Stimmung nach dem Dioxinskandal ist auf vielen Bauernhöfen eingetrübt. So auch auf dem Hof Fortmüller in Brelingen bei Hannover. Kurt Heinrich Fortmüllers Betrieb war zwar nicht gesperrt, aber unter den Folgen des Futterskandals hat auch er gelitten. Obwohl er beim Futter für seine Schweine fast immer genau aufpasst. Ich kaufe das seit 20 Jahren bei einer Firma. Das ist nicht die billigste. Aber da weiß ich, dass ich bis jetzt immer Qualität gekriegt habe. Wir haben zwischendurch über eine Einkaufsgemeinschaft das Futter ausgeschrieben. Ich habe es für 1 Euro billiger gekauft. Bin auf die Nase gefallen. Das ist ein Weg, das Vertrauen. Wenn man das Vertrauen zu dem Futtermittelhersteller hat, dann muss man dabei bleiben. Eine Roggenlieferung war mit Mutterkorn verunreinigt. Seine Säue wurden deshalb nicht trächtig. Mit seinen 85 Säuen produziert Kurt Heinrich Fortmüller Ferkel- und Mastschweine. Der Schlachthof bezahlt ihm für ein 125-Kilo-Schwein jetzt etwa 130 Euro plus Mehrwertsteuer. Während der Dioxinkrise waren es 30 Euro pro Schwein weniger. Bei 300 verkauften Schweinen in der Zeit ein Verlust von 9.000 Euro. BSE, Schweinegrippe, Dioxin im Futter. Bei solchen Schlagzeilen in der Zeitung könnte Fortmüller manchmal einfach laut Scheiße schreien. Ja, genau so ist es. Das ist dann auch mal ein Ausdruck, ja. Und da sind keine vor sicher. Nicht? Wenn ich das jetzt in der Zeitung lese, Umbruch der Landwirtschaft, nicht? Biobetriebe, aber selbst Biobetrieben passiert das. Im letzten Jahr ist das passiert. Da kann sich keiner vorschützen. Bei kriminellen Machenschaften, zum Beispiel beim Futter, ist jedes Kontrollsystem überfordert. Umso mehr kommt es auf die Qualität an, sagt Karl-Heinz Friebe. Er ist Pastor und Leiter des kirchlichen Dienstes auf dem Lande in der hannoverschen Landeskirche. Wir brauchen gute Qualität, aber wir müssen auch bereit sein, diese gute Qualität zu bezahlen. Und auch die Verbraucher müssen auch bereit sein, den Bauern das Geld dafür zu geben, damit sie gute Qualität produzieren können. Das ist so meine Idee, die ich immer habe, wenn ich von der Ethik der Lebensmittelproduktion rede. Dieser Satz ist nämlich ganz wichtig: Billig ist auf Dauer teuer. Das kostet nicht nur den Bauern was, sondern auch uns und der Gesellschaft. Der Kostendruck ist auch bei der Schweinemast enorm. Kurt Heinrich Fortmüller verdient pro Schwein etwa 2,50 Euro, wenn alles glatt läuft. So wie in der angeblich guten alten Zeit kann heute kein Landwirt mehr über die Runden kommen. Das Problem ist, und das ist übrigens auch ein Konsumproblem, ein Verbraucherproblem, dass dieses alte romantisierte Bild von Landwirtschaft immer noch in den Köpfen ist. Ich habe jetzt eine Fleischpackung gesehen bei einem Discounter. Da waren 600 Gramm Fleisch drin. Das war irgend so ein Kassler Kotelett. Kostete 2,10 Euro, 2,20 Euro. Und die Marke hieß Bauernglück. So eine Frechheit. Besonders glücklich sind heute allerdings nicht allzu viele Landwirte. Die nächste Katastrophe könnte jeden Tag über sie hereinbrechen. Da kann ein wenig Stimmungsaufhellung nicht schaden.